wir haben endlich Putz an den Wänden. So sieht das hier inzwischen aus. Es ist schon ganz gut abgetrocknet hier an den meisten Stellen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, einem weiteren Update. Und ich zeige euch mal, was hier jetzt so passiert ist. Und das ist eigentlich sogar ziemlich viel. Vor ungefähr 3 Wochen sind die Putzer hier angerückt, beziehungsweise man kann schon fast eher sagen, der Putzer. Das war nämlich ganz interessant. Wir dachten eigentlich, weil man auch immer so davon hört, die Putzkolonne kommt, dass hier, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Mann kommen und dann wird das halt hier rucki-zucki fertig gemacht. War nicht so ganz so. Da kam erstmal ein Mann alleine und der hat dann hier alle Vorarbeiten gemacht. Dann waren die so 2 Tage, glaube ich, beim Verputzen selbst zu zweit. Und den ganzen Rest hat der Mann dann alleine gemacht. Das hatten wir so auf jeden Fall nicht erwartet. Dementsprechend hat das auch so ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte halt so, dass die so in 1,5 Wochen oder so durch sind. Aber insgesamt hat es mit allem drum und dran jetzt circa 3 Wochen, glaube ich, gedauert. Hier kann man schon einmal sehen, da fehlt noch ein bisschen was. Die finale Haustür ist noch nicht drin. Da hat die Lieferung ein bisschen länger gedauert, als wir das gedacht hatten. Und deswegen wurde hier mitten auf der Wand aufgehört. Fand ich auch erstmal ein bisschen komisch, habe ich auch erstmal ein bisschen Rücksprache gehalten. Und scheinbar ist das die bessere Variante, weil die Alternative wäre, wenn die jetzt hier bis zur Kante geputzt hätten, dann hätte man da eine Eckschiene hinsetzen müssen. Und die muss eigentlich schon immer genau so richtig sitzen, dass der Putz, der hier in der Leibung draufkommt, von der Stärke genau zu dieser Leiste passt. Und das weiß man halt aktuell noch nicht genau. Deswegen wurde da mittendrin aufgehört. Soll aber angeblich gar kein Problem sein, das anzuputzen. Also angeblich sieht man da später gar nichts von, wenn das vernünftig gemacht wird. Und deswegen wurde das hier also erstmal freigelassen. Wir haben uns hier für einen Gips-Kalkputz entschieden. Das wurde uns vom Rohbauer und auch von dem Verputzer empfohlen und vorgeschlagen. Da haben wir uns ein bisschen einmal informiert. Im Endeffekt hat ja jeder Putz so seine Stärken und Schwächen. Vor allem Gipsputz hat ja zum Beispiel die Schwäche, dass er nicht für Feuchträume und so weiter geeignet ist, also Badezimmer. Und der Vorteil ist generell, dass die Wand dabei sehr glatt ist. Und bei diesem Gips-Kalkputz ist es wohl so, dass die Wand trotzdem super glatt ist. Also obwohl die ja noch nicht irgendwie geschliffen und weiter behandelt wurde, ist die schon wirklich verdammt glatt. Und trotzdem soll dieser Putz aber problemlos in Feuchträumen eingesetzt werden können. Das haben wir uns auch doppelt und dreifach bestätigen lassen. Und ich hatte auch den genauen Putz nochmal gegoogelt und habe mir das Datenblatt angeguckt. Und da steht also ganz klar drin, dass der Putz auch für etwas feuchtere Räume geeignet ist, sogar für eine Garage. Und dementsprechend habe ich da keinerlei Bedenken. Generell saut dieses Verputzen unglaublich rum. Also der Typ sah jeden Tag aus, als hätte er irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Zeug geduscht. Also der war von Kopf bis Fuß wirklich zugekleistert. Und wir mussten hier natürlich dann auch erstmal einiges ein bisschen aufräumen und sauber machen. Die haben natürlich das Grobe schon selber gemacht, aber trotzdem lag dann doch noch so einiges rum. Und vor allem auch, was nicht zu vermeiden ist, dass so die Fensterbänke zum Beispiel noch ein bisschen zugeschmiert waren. Hier sieht man das so auch noch in den Eckbereichen, aber das kriegt man auch alles ziemlich problemlos ab. Und dann haben wir auch die Folien erstmal von den Fenstern entfernt. Das hatten wir vorher auch noch nicht gemacht. Der Verputzer hat zwar alles ganz gut abgeklebt, aber uns wird halt empfohlen, lasst die Folien erstmal noch ein bisschen drauf. Dann seid ihr da etwas auf der sichereren Seite. Stimmt vielleicht, hat sicher seine Vorteile, aber es hat definitiv auch den Nachteil, dass man natürlich weniger vom Fenster erstmal so sieht. Das heißt, der Fensterbauer baut das ein und man kann eigentlich noch gar nicht alles genau begutachten. Und dann sind zum Beispiel hier, das ist so das schlimmste Fenster, sage ich mal. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen, sonst blende ich euch nochmal ein Bild ein. Da ist leider am Rahmen hier eine Schramme, die auch relativ lang ist. Haben wir dann mit dem Fensterbauer gesprochen und der wird es auch noch beheben. Also man kann bei diesen Fenstern das Ganze wohl relativ gut fixen, ohne dass jetzt das ganze Ding ausgetauscht werden muss. Und da muss er sich jetzt halt noch drum kümmern. An 2, 3 Fenstern sind da ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten sind wir schon mal sehr zufrieden. Für die, die noch nie gesehen haben, wie sowas verputzt wird, erkläre ich einmal ganz kurz den Ablauf. Also erstmal müssen einige Vorarbeiten gemacht werden. In erster Linie werden da überall Schienen hingesetzt, also so Eckschienen. Und da wird dann am Ende halt alles dran geputzt. Die ganzen Fenster wurden abgeklebt. Das wird auch ziemlich ordentlich gemacht, muss man sagen. Und dann wurde hier ein großes Silo aufgestellt. In diesem Silo lagert der Putz erstmal meines Wissens nach in Pulverform.
dann ist da ja, so eine Apparatur dran mit so einer Pumpe irgendwie. Die holen sich Wasser, in unserem Fall über einen Hydranten, weil wir im Haus leider noch keinen Hauswasseranschluss haben. Das kommt erst noch wahrscheinlich so in einem Monat ungefähr. Und dann haben sie hier drin noch so eine Maschine mit einem langen Schlauch. Da wird das alles durchgepumpt, wird da drin im Grunde vermischt, also das Pulver mit dem Wasser. Und das fertige Gemisch wird dann auf die Wand gesprüht. Das ist sogar tatsächlich, wenn ihr da das erste Mal rüber geht, das deckt überhaupt nicht, also das sind wirklich nur so Sprenkler. Dann geht ihr da halt so ein paar Mal rüber, es wird dann schon mal so ein bisschen verteilt, ist dann natürlich noch keineswegs glatt, sondern ja, wie eine Kraterlandschaft. Und dann wird es, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal so ein bisschen ruhen gelassen, weil der Putz wohl so ein bisschen in sich zusammensackt, sozusagen. Ich hoffe, das ist alles so korrekt. Falls irgendjemand sich von euch auskennt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und wenn das dann halt einen Moment an der Wand eingezogen ist, sage ich mal, dann wird das wirklich richtig glatt abgezogen. Da hat er verschiedene Werkzeuge für gehabt, ja, so kleinere Spachtel, Kellen, Dinger, aber natürlich auch so lange Latten, die dann einfach komplett an der Wand langgezogen wurden. Und ich muss sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, wie glatt die meisten Wände sind, auch wie gerade das alles geworden ist. Das war jetzt nicht irgendwie eine besonders hohe Qualitätsstufe oder so, sondern erstmal ganz normaler Standardputz. Und dementsprechend bin ich da doch schon mal sehr überrascht gewesen und sehr zufrieden mit. Wundert euch übrigens nicht, das muss natürlich hier alles noch ein bisschen weiter verarbeitet werden. Also das wird, wie gesagt, noch geschliffen und das muss auch alles hier noch so ein bisschen gereinigt werden und so weiter, dass sowas wie dieser fette Blocken da unten, dass das halt alles weg ist und auch sonstige Unebenheiten. Und auch hier zum Beispiel bei diesen Metallschienen, da müssen wir auch nochmal überall rüber gehen, weil das halt da auch ja manchmal einfach ein bisschen zu viel Material noch drauf ist. Aber das sind dann halt die Feinheiten, die später noch kommen. Im Obergeschoss hat sich schon deutlich mehr getan, wie ihr hier schon sehen könnt. Da ist noch so die zweite Sache, aber fangen wir erstmal hier mit an. Wir haben hier erstmal den Randdämmstreifen komplett drumherum gezogen. Ich dachte witzigerweise immer, dass das Randdämmstreifen heißt, so als sozusagen Wort ohne Sinn. Aber es ist ein Randdämmstreifen, ist auch irgendwie logisch. Und den haben wir also hier erstmal überall an der Wand befestigt, auf die richtige Höhe, die wir brauchen, damit der halt später über den Bodenbelag noch ein Stück rüber steht und dann da abgeschnitten werden kann. Diese Hölzer, die da jetzt dran sind, die sind nur für die Fixierung, dass der wirklich schön an der Wand ist. Mein Opa hat das gemacht und ja, der macht das immer sehr gründlich und sehr genau. Ich weiß, da kommen jetzt bestimmt wieder ein paar Kommentare, das kann man auch schneller machen, das kann man auch anders machen und so weiter und so fort. Wenn eine Firma das jetzt hier einfach machen würde direkt, dann ja, wäre das wahrscheinlich nicht so, weil das alles viel zu lange dauert. Aber dadurch, dass wir das selber machen, beziehungsweise ein Opa ist ja nun mal Heizung, Sanitär und so weiter. Und dementsprechend machen wir das halt so, ganz einfach. Ja, und dann kommen jetzt die verschiedenen Dämmschichten da drauf. Insgesamt sind das 12,3 cm, die wir hier an Aufbau haben. Können wir uns mal einmal etwas näher anschauen. Also das hier sind erstmal 5 cm Platten, ganz normale ja, Styropor-Dämmung irgendwie. Darauf kommt eine weitere Platte mit 4 cm. Und darauf kommen diese alu-beschichteten Dämmplatten, wo dann die Fußbodenheizung drauf getackert werden kann. Somit haben wir insgesamt einen Aufbau von 12,3 cm, erfüllen damit problemlos die Anforderungen von der Wärmeschutzberechnung und haben auch die Möglichkeit durch diese verschiedenen Schichten, dass man da gegebenenfalls noch irgendwie ja, weitere Installationen vornimmt für, weiß nicht, Sanitärzeugs oder ja, teilweise müssen noch ein paar Leerrohre durchgeführt werden. Zum Beispiel auch für die Fußbodenheizung, an die Stellantriebe der Motoren und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt hier also schon mal angefangen. Was im Obergeschoss außerdem auch schon soweit fertig ist, ist die Elektroinstallation. Also natürlich noch nicht vollständig, aber die Drähte sind überall gezogen. Na, könnt ihr hier überall sehen, guckt da überall raus. Auch hier zur Tür, natürlich ein bisschen mehr. Und das haben wir hier oben also auch schon mal fertig gemacht. Und nach wird das jetzt natürlich dann im Erdgeschoss und im Kellergeschoss auch noch gemacht. Das Badezimmer stellt eine kleine, in Anführungsstrichen, Besonderheit dar, was den Putz angeht. Denn da seht ihr ja, diese Wand ist noch nicht verputzt. Hier vorne ganz hoch und hier halb hoch. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Bereich noch abgemauert wird. Wenn also die ganze Sanitärinstallation dort gemacht wurde, wir können hier drüben schon mal gucken, da steht zum Beispiel schon so ein Vorwandelement von der Toilette. Und wenn das hier alles dran ist, dann kommt da nochmal eine Reihe Steine vorher. Hier vorne in dem Bereich bei Toilette und Badewanne, die wird hier stehen, da sind wir halt hier auf so einer Höhe, also das ist dann am Ende ungefähr 1,20 Meter.
Und in dem Duschbereich, da gehen wir bis ganz unter die Decke, weil wir dann einfach mehr Möglichkeiten haben für die ganze Installation. In der Außenwand darf man ja immer nicht so viel machen und deswegen haben wir uns da für diese Lösung entschieden. Hier in diesem Raum soll auch die Decke nachher abgehängt werden. Wir wollen dann nämlich LED-Spots drin haben und das ist in der Betondecke halt ein bisschen schwierig. Deswegen wird das noch abgehängt. Und das gleiche gilt im Grunde für das Wohnzimmer unten, beziehungsweise diesen Wohnzimmer-Esszimmer-Küche-Bereich und wahrscheinlich auch für mein Studio im Keller, denn da will ich auch eine super gleichmäßige Beleuchtung haben und deswegen werden das dann wohl dort überall Spots. Ein Video zur Küchenplanung wollte ich ja sowieso noch machen, das kommt auch noch und ich glaube für die Badezimmerplanung, da kann ich einfach auch noch ein separates Video zu machen. Da haben wir uns ja auch einige Sachen bei gedacht. Und ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, aber ich denke mal, sowohl Küche als auch Badezimmer werde ich nochmal in einem separaten Video so ein bisschen behandeln. Wir haben auch schon die ganzen Dosen von der Elektroinstallation wieder geöffnet. Wir sollten da am Anfang erstmal so eine Woche, anderthalb Wochen mit warten, damit der Putz eben erstmal so ein bisschen hart werden kann. Und ja, dann haben wir die also alle wieder aufgemacht. Bei manchen hatten wir ja diese Deckel, die dafür vorgesehen sind, drin und bei anderen einfach nur Zeitungspapier und das hat beides sehr, sehr gut funktioniert. Also ihr seht das ja hier, ich würde sagen, das ist doch schon relativ sauber und ja, hier muss jetzt auch noch der ganze Draht dann natürlich eingezogen werden. Das habe ich ja eben schon gesagt, ist im Erdgeschoss jetzt so das Nächste. Das war dann eigentlich alles, was hier seit dem letzten Video so passiert ist. Es ist gerade eine mega coole Phase, weil halt optisch sich einiges tut. Und weil wir jetzt so ein bisschen endlich in die, ich sag mal, Detailplanung gehen können. Wie genau soll ein Badezimmer aussehen? Was soll hier für Bodenbelege hin und so weiter? Wir waren zum Beispiel schon in der Ausstellung und haben uns Badmöbel angeguckt und ja, Waschbecken, Toiletten und Badewannen und so weiter und so fort. Da wissen wir jetzt auch schon ziemlich genau, was wir haben wollen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das alles so wird. Und ja, das soll es dann eigentlich von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!